Herzlich willkommen zu der Veranstaltungsreihe Zukunft Erde. Was die Bibel wirklich über unsere Zukunft sagt. Bleibt dran und erlebe heute das spannende Thema Gott und das Leid. Wo ist Gott, wenn ich leide? 2004, 2005, da habe ich meinen Zivildienst gemacht in Nicaragua in einem Kinderheim mit Straßenkindern. Elend, Leid, Armut habe ich hautnah miterlebt. Hier sehen wir die Baracke von Kindern, die wir besucht hatten. Die Mutter war Prostituierte, hatte nach eigenen Angaben 18 Kinder. Sie hatte ungeschützten Verkehr, damit war die AIDS-Gefahr sehr hoch und wenn sie nach Hause kam, da war sie oft unter Alkoholeinfluss. Am Tag, wo die Kinder unbeaufsichtigt dort herumspielten, an oder in der Hütte kam dann der böse Nachbar und hat sich sexuell vergangen an den kleinen unschuldigen Wesen. Für mich war das unglaublich schrecklich. Warum müssen diese Kinder leiden? Mein Vater hatte einen wirklich guten Freund. Sein Name war Fred. Sie haben gemeinsam viel Zeit miteinander verbracht, Spaß gehabt. Eines Tages hat Fred seine Frau gefunden fürs Leben. Die beiden wollten heiraten, haben sich verlobt, haben einen Termin geplant für die Hochzeit. Einige Wochen vorher, da war der Fred gerade unterwegs, er war am Trempen, Da stieg er in das Auto ein von einem Fahrer, der war alkoholisiert. Als der Fahrer auf der Autobahn war, übersah er einen LKW, der kam dann von rechts heran, hat das Auto, in dem Fred mitfuhr, mitgenommen. Fred würde, wurde überrollt und starb an der Unfallstelle. Eine Tragödie. Ich weiß noch, wie mein Vater zu mir kam und da war er am Weinen. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Mein Vater konnte den Tränen einfach keine Einhalt mehr gebieten. Papa war am Boden zerstört. Warum hat der betrunkene Fahrer überlebt? Warum ist Fred gestorben? Warum hat Gott das alles zugelassen? Wenn Gott so gut ist, warum ist die Welt so schlecht? Wenn wir einen liebevollen Vater im Himmel haben, warum lässt er so viel Leid zu? Wenn wir heute in den Medien sehen, wie Hungersnöte, Leid, Schmerzen, Enttäuschung die Welt heimsuchen, dann fragen wir uns: Wo ist Gott? Warum gibt es so viele Kriege heute? Schauen wir uns die Kriege einmal genauer an. Wer leidet am meisten bei den Kriegen? Das sind doch unschuldige Kinder. Gott. Schreien wir, wo bist du? Hast du uns vergessen? Lässt uns hier alleine zurück? Wo ist Gott, wenn wir Trennung, Scheidung, Einsamkeit, finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit, Misshandlung, Krankheit und Tod erfahren? Wo ist Gott, wenn ich leide? Heute wollen wir mit diesen Fragen zum Wort Gottes gehen, denn ich bin davon überzeugt, dass die Bibel uns hier klare Antworten gibt. Komm mit mir zum Buch der Bücher. Wir möchten... Das letzte Buch in der Bibel aufschlagen, das Buch der Offenbarung. Und hier finden wir eine Antwort auf diese Frage: Wo ist Gott, wenn ich leide? Hier in der Offenbarung wird der große Kampf beschrieben zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, zwischen den Finsternismächten Mächten und den guten Kräften. Wir sind in diesem universalen Kampf heute mitten drin. Wir möchten heute vorbeigehen, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft hinter uns lassen. Wir möchten zum Kern dieses epischen Konfliktes gehen. Wir möchten eine Antwort finden. Offenbarung Kapitel 12, die Verse 7 bis 9. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen wen? Gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Hier im Buch der Offenbarung lesen wir von einem großen Kampf. Gut gegen Böse. Michael, Jesus gegen den Drachen, Satan. Der Text geht weiter in Offenbarung 12. Aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Wer hat den Kampf gewonnen? Das sind gute Nachrichten heute Abend. Jesus Christus. Satan wurde aus dem Himmel verbannt auf die Erde geworfen. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Satan ist eine Schlange, weil er verführt. Er ist ein Drache, weil er zerstört. Dieser Kampf, dieser Konflikt, dieser Krieg ist viel wichtiger als jedes Star Wars-Drama oder Games of Thrones-Serie. Heute wollen wir uns diesen Kampf zwischen Gut und Böse genauer anschauen. Die Bibel sagt weiter, er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel mit ihm dahin. Warum gibt es so viel Leid auf der Erde? Warum gibt es einen Krieg hier mitten unter uns? Warum leiden wir so viel? Weil Satan auf dieser Erde lebt. Unsichtbar mitten unter uns mit den gefallenen Engeln, die damals auf der Seite Gottes waren. Wir nennen sie heute Dämonen. Satan sendet das Böse. Aber warum lässt Gott das Leid zu? Warum kommt der Drache, Satan, überhaupt auf die Idee, gegen Gott zu rebellieren? Wie ist das Böse entstanden? Hat Gott diesen Luzifer erschaffen? Diesen Engel vielleicht mit einem Defekt? Ist Gott letztendlich vielleicht selber verantwortlich für das Böse? Hat er es kreiert? Wir möchten zur Bibel gehen. Gott ist auf gar keinen Fall verantwortlich für das Böse. Gott schafft und macht nur Gutes. Gott hat kein dämonisches Wesen erschaffen. Was ist da passiert? Wir gehen zum Rück, zum Anfang der Zeiten. Gott erschuf einen wunderschönen Engel mit dem Namen Luzifer. Im Buch Hesekiel beschreibt die Bibel die Schöpfung dieses Engels Luzifer. Wir lesen gemeinsam Hesekiel Kapitel 28 Vers 12. So spricht Gott der Herr: Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Hat Gott einen Dämon erschaffen? Nein, er hat ein perfektes Engelwesen gemacht. Weiter sagt der Text Hesekiel immer noch Kapitel 28 Verse 14 und 15: Du warst sein Gesalbter, Schützender Karub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Was bedeutet der Ausdruck ein gesalbter Kerub? Das ist nichts anderes als ein Engelwesen. Neben dem Thron Gottes gab es zwei Engel. Der eine Engel, das war Luzifer. Luzifer wandelte mitten unter den feurigen Steinen. Das bedeutet in der Herrlichkeit und in der Gegenwart Gottes. Der Text geht weiter. Du warst vollkommen in deinen Tagen, von deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Gott hat keinen Dämon erschaffen, Gott hat einen perfekten Engel gemacht. Aber wie wurde dieser Engel böse? Wie wurde dieser vollkommene Engel ungehorsam? Was ist da passiert? Die Bibel sagt uns, die Sünde, die Rebellion, das Auflehnen gegen Gott hat Satan von Gott getrennt. Das war eine freie Entscheidung von Luzifer. Hesekiel 28, Vers 17, Deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, weil dir dein Glanz so wichtig war. Luzifer traf eine Entscheidung. Er missbrauchte seinen freien Willen. Er lehnte sich gegen Gott auf. Jetzt können wir uns fragen, warum hat Gott Luzifer nicht so programmiert, dass er sich gar nicht gegen Gott hätte entscheiden können? Es wäre doch viel einfacher gewesen. Und all das Leid, was wir heute erleben, würde uns, würden wir nicht erfahren müssen. Hast du Kinder? Vielleicht. Das ist hier mein Kind, mein Sohn Levi. Stell dir uns mal vor, du hättest so ein junges Kind. Und du sagst dir, ach, mein Kind ist wirklich ungehorsam. Es tut nicht das, was ich sage. Es räumt nicht auf. Wenn ich sage, komm, läuft das Kind weg. Es macht keine Hausaufgaben. Es ist einfach schwierig, mein Kind zu erziehen. So denkst du vielleicht, wäre es nicht einfach, dann dein Kind zu programmieren? Angenommen, dein Kind hätte hinten im Hinterkopf so einen Chip. Und da hast du dein Smartphone, eine App. Und diese App verbindet sich dann über Bluetooth oder WLAN mit dem Chip deines Kindes, das im Hinterkopf da drin ist. Und so programmierst du dein Kind einfach jeden Tag, wie es sich verhalten sollte. Und dann steht dein Kind morgens auf und sagt: Hallo, Mama, endlich ist wieder Tag. Ich liebe dich. Wo kann ich dir helfen? Würdest du gerne so ein Kind haben? Also, ich nicht. Also, jetzt mal ganz ehrlich: Wer von uns würde denn so ein Kind haben wollen? Wir lieben unsere Kinder so, wie sie sind. Wenn da mein kleiner Sohn Levi kommt und ich habe mich gerade frisch angezogen, ich bin unterwegs, fahre mit dem Auto zur Predigt, aber bevor ich ins Auto einsteige, da kommt der kleine Junge noch zu mir, der Levi, sein Mund ist voller Haferflocken und während er mich versucht zu umarmen mit seinen dreckigen Fingern, da spuckt er seine Haferflocken aus, die landen auf mein, mein frisch gebügeltes Hemd und dann kommt der kleine Junge und sagt, Papa, Papa, ich... Liebe dich. Solche Kinder wollen wir, oder? Nicht Kinder, die programmiert sind, sondern Kinder, die sich freiwillig entscheiden, uns, dich zu lieben. Gott wollte keine Marionetten. Stell dir vor, du bist unterwegs und du gehst zu einem Ort, wo du nicht sein solltest. Und Gott auf einmal, wut, er dreht dich um und sagt: Nein, nein, da sollst du nicht hingehen. Oder du streckst deine Hand aus, weil du gerne etwas essen möchtest. Und Gott wup, lässt seinen Arm einfach herumschwingen, weil er sagt, nein, fass das nicht an. Gott möchte eine freie Liebe. Liebe, die aus einem freien Willen entsteht. Liebe ohne Zwang. Ein freier Wille birgt immer ein Risiko. Das Risiko, sich gegen die Liebe zu entscheiden. Wegzulaufen, untreu zu sein. Wir alle haben diesen freien Willen, du und ich. Hier vorne unserem Frontallappen treffen wir die Entscheidung gegen oder für Gott. Hier vorne treffen wir die Entscheidung für die Ewigkeit. Wem möchten wir treu sein? Gott oder Satan? Jesaja Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Satan stellte die Liebe Gottes in Frage. Hier lesen wir, wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens? Denn du dachtest dir, ich. Ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über die, den Sternen Gottes machen. Satan wollte so sein wie Gott. Er wollte Gott gleich sein. Er stellte seine eigene Meinung über den allmächtigen Willen Gottes. Weiter sagt der Text, ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Was bedeutet das? Jeder Jude wusste, dass der Berg der Versammlung der Berg Sinai ist. Dort erhielt Mose die zehn Gebote. In anderen Worten sagt Satan hier: Ich möchte das Gesetz sein. Ich möchte der Gott sein. Ich möchte den Menschen meinen Willen aufdrücken. Welches Wort kommt hier immer wieder vor? Was sagt der Text? Ich, ich, ich. Satan hatte einen super Ego. Er wollte sich. Sein Ich über Gott stellen. Luzifer hatte drei konkrete Ziele. Welche waren das? Erstens eine höhere Position, zweitens einen erhöhten Thron, drittens Herrschaft und Dominanz. Satan würde alles tun, um dies zu erreichen. Wie können wir uns das vorstellen? Dieser Kampf im Himmel zwischen Gut und Böse. Da geht Satan umher, er streut Zweifel. Er geht zu den Engeln, die noch auf der Seite Gottes sind, und er flüstert ihnen ins Ohr, ach, ist Gott wirklich so liebevoll? Mein Gott wirklich das Beste für dich? Schau mal, dieser Gott gibt uns Gesetze, die müssen wir einhalten. Wenn ich euer Gott wäre, dann könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Wir brauchen keine Gesetze. Das ist nicht notwendig. Ist Gott wirklich so gerecht? Haben wir wirklich überhaupt hier Aufstiegschancen? Oder ist Gott ein vielleicht ein Diktator? Zweifel wurden im Universum gesät. Menschen bzw. die Lebewesen, die Enge, mussten sich positionieren, entweder für oder gegen Gott. Satan hat ein Drittel der Engel auf seine Seite gezogen. Ein Drittel der Engel. Haben den Versuchungen Satans nachgegeben und sind gefallen. Was würde Gott tun? Was war Gottes Antwort? 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Liebe ist die Grundlage des Universums. Luzifer lästerte, manipulierte und lügte. Aber Gott hat eine Waffe. Was ist das? Das ist Liebe. Gott hat nicht tatlos zugeschaut, als das Böse entstanden ist. Gott hat alles gegeben, sich selber. Gott ist die Liebe und Gott hat die Liebe. Es gibt einen großen Unterschied zwischen sein und haben. Viele Menschen meinen nur, Gott hat die Liebe, aber Gott ist Liebe. Vielleicht hast du einen Hund. Das ist ein großer Unterschied, oder? Zwischen haben und sein. Nur weil du einen Hund hast, bist du kein. Naja, du weißt schon, was ich sagen möchte. Ein Unterschied zwischen Sein und Haben. Gott hat die Liebe, Gott ist die Liebe. Er hat sich selber gegeben. Jetzt können wir uns vielleicht fragen, warum hat Gott Lucifer nicht sofort vernichtet? Gott hätte ja Macht gehabt, dies sofort zu tun. Und Lucifer, der wäre dahin gewesen. Das Böse wäre niemals entstanden. So wie wir es heute erleben, würde es gar nicht existieren. Ich meine mal ganz ehrlich, in den Augen Gottes ist Luzifer wie so eine kleine Mücke. Kennst du das, wenn du nachts am Schlafen bist und da sind die Mücken in deinem Schlafzimmer? Und du willst unbedingt diese eine Mücke finden, du machst das Licht an und dort ist die Mücke vollgesogen, schon mit deinem Blut irgendwo an der Wand und dann patsch, haust du drauf und die Mücke ist nicht mehr da. Gott hätte einfach patsch machen können. Und Satan hätte aufgehört zu existieren. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat Gott das Böse sich entwickeln lassen? Aber Moment mal. Stellen wir uns vor, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel politisch in Frage gestellt wird. Nehmen wir da an, es gibt einen jungen Politiker, das ist ihr Konkurrent. Er macht Wahlkampf gegen Angela Merkel. Schließlich kommt es zu einer Generaldebatte im Bundestag. Die beiden treten gegeneinander an. Auf der einen Seite Merkel, auf der anderen Seite dieser junge Politiker. Merkel sieht: Oh, ich habe gegen ihn. Er greift mich ziemlich an. Wie kann ich ihn? Wie kann ich den Kampf, den politischen Kampf gewinnen? Was ist da möglich? Jetzt hätte Angela Merkel in dieser Illustration die Befehlsgewalt über die deutsche Bundespolizei. Merkel würde die Spezialeinheit der GSG9 einschalten mit dem Auftrag, diesen politischen jungen Konkurrenten einfach auszuschalten. Würde Merkel das tun? Es gibt ja Länder, wo heute sowas tatsächlich stattfindet, wo die Konkurrenten einfach beseitigt werden. Aber in der Illustration ja macht Merkel das lässt diesen jungen Politiker ihren Konkurrenten umbringen. Was würde das über Merkel aussagen? Was würde das aussagen? über die Vorwürfe, die der politische Konkurrent gegen Merkel hatte. Wäre das ein Beweis dafür, dass Merkel ehrlich und gerecht ist? Was würde diese Handlung zeigen? Genau das Gegenteil. Wenn Gott, der Herrscher des Universums, die Macht gehabt hätte und er hatte sie, Satan einfach sofort zu vernichten, dann hätten vielleicht die Engel gesagt, hm, vielleicht könnte es nicht sein, dass Satan doch recht hatte. und Sobald wir andere Gedanken haben wie Gott, dann vernichtet er uns ja. Und dann vielleicht ach, ist der Gott wirklich so gerecht, liebevoll. Satan, der hat, der hat gute Gedanken gehabt. Das wäre vielleicht die Folge gewesen. Plus die Lebewesen im Universum, die Engel, hätten sehr wahrscheinlich dann Gott nur noch gedient aus Angst. Gott ließ Luzifer handeln, damit. Der ganz das ganze Universum sieht, wohin die Sünde führt. Gott hat gesagt: Ich lasse es zu, damit alle erkennen, dass Luzifers Ideen, seine Konzepte, seine Gedanken falsch sind und in das Elend führen, in die Trennung von Gott, in den ewigen Tod. Was hat Gott gemacht? In dieser Zeit irgendwann hat Gott die Erde erschaffen, einen wunderbaren, einen herrlichen Planeten. Und so wurde der große Drache, sagt die Bibel in Offenbarung 12, Vers 9, niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Wohin wurde Satan geworfen? Auf diese Erde. Seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Aber jetzt stopp mal kurz. Pause. Hat Gott den Planeten Erde erschaffen als Müllhalde für Satan? Vielleicht wollte Gott irgendwie einen Ort kreieren, wo er gesagt hat, okay Satan, da darfst du jetzt hin, da kannst du dein Unwesen treiben, hier bitte, das ist dein Gefängnis. Nein, 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 nein. Gott hat den Planeten Erde nicht so gemacht. Das Universum musste sehen, dass Gott Liebe ist. Wie hat Gott den Planeten Erde gemacht? Wenn wir zurückgehen ganz am Anfang, dort, wo Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Da sehen wir, dass alles perfekt und vollkommen war. In 1 Mose 1, Vers 31 sah Gott an, das, was er gemacht hat, und alles war perfekt. Es war sehr gut. Eine Welt ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Elend, ohne Einsamkeit, ohne Sünde, ohne Tod. Eine perfekte, vollkommene Welt. Gott hat Adam und Eva erschaffen. Er hat sie in diesen Garten Eden hineingesetzt. Er hat ihnen einen freien Willen gegeben. Er hat ihnen gesagt, seid mir treu. Es gibt einen Test. Den müsst ihr bestehen. Und wenn ihr mir treu seid, dann wird alles für immer perfekt und vollkommen bleiben. Warum hat Gott Adam und Eva diesen Test gegeben? Nur durch einen freien Willen ist echte Liebe möglich. Gott erlaubte, Satan in den Garten Eden zu kommen in Form einer Schlange. Gott schränkte Satan ein und sagte: Du darfst nur diesen einen Baum betreten, mehr nicht. Er warnte Adam und Eva: Haltet euch von diesem Baum fern. Da sollt ihr nicht hingehen. Das ist nicht gut. Da gibt es eine Tür, die ihr niemals öffnen sollt. Das ist die Tür zum Bösen, die Tür des Todes. Eva, geh da nicht hin. Adam, lass das sein. Gott unternahm alles, dass die Tür des Leids niemals aufgehen würde. Aber Eva war neugierig. Sie ging zu diesem verbotenen Baum. Sie schaute sich diese Frucht an. Gott gab ihr die Macht der Entscheidung. Sie konnte wählen zwischen Gut und Böse. Der Teufel sagte zu ihr: Keineswegs werdet ihr des Todes sterben. Eva, nimm die Frucht. Tu, was dir gefällt. Denkt nicht nach, was irgendjemand gesagt hat. Du bist Gott. Du wirst nicht sterben. Du wirst leben. Sondern Gott weiß, sagte die Schlange der Satan weiter, an dem Tag, da ihr davon essen werdet, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Eva, du wirst noch glücklicher sein. Du wirst tolle berauschende, ekstatische Gefühle erleben, Eva. Nimm doch einmal diese Frucht, probier es einfach einmal aus. Du wirst Freiheit und Glück erleben, Eva. Gott ist nicht fair. Nimm, denk nicht nach, genieße. In diesem Moment hat Eva, als sie die Frucht nahm, die Tür geöffnet in das Leid, die Tür in die Sünde. Gott wollte Adam und Eva, uns Menschen immer davor bewahren, nicht diesen Weg zu gehen. Jetzt ist eine Tür offen, die Gott immer geschlossen halten wollte. Eine Tür voller Bosheit, Schmerzen, Krankheit, Krieg, Leid, Einsamkeit, Schuld, Sünde und Tod. Als Adam und Eva sündigten, haben sie sich von Gott getrennt. Wir alle wissen, wie sich das anfühlt, zu leiden. Wenn der Schmerz da ist, wenn der Verlust so riesengroß ist. Wenn wir finanzielle Herausforderungen erleben, wenn unsere Ehe vielleicht kaputt geht, Beziehungen auseinanderbrechen, wenn wir unseren Job verlieren, wenn der Tod plötzlich vor der Tür steht. Elend, Leid, das ist Realität in unserem Leben. Wir haben uns auch von Gott getrennt, deshalb müssen wir leiden. In Römer 3, Vers 23 sagt die Bibel, das Wort Gottes, dass wir alle Sünder sind. Wir alle, du und ich, haben uns von Gott getrennt. Wir alle müssen sterben. Eines Tages kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist verantwortlich für das Böse? Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Gott, warum hast du das zugelassen? Jesus gab seinen Jüngern ein Gleichnis. Dieses Gleichnis handelt vom Seemann. Jesus sagte, da ging ein Seemann auf das Feld und er streute die Samen aus. Aber dann eines Tages... Eines Nachts kam ein Feind, der säte giftiges Unkraut auf das Feld. Beides ging auf, die Saat, das giftige Unkraut. Die Jünger fragten Jesus, was bedeutet das alles? Kannst du es erklären? Matthäus 13, Vers 27. Herr, hast du nicht den guten Samen in dein Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Matthäus 13, Vers 28. Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Wer hat das giftige Unkraut gesät? Wer war das? Was sagt das Wort Gottes? Der Feind. Später löst das die Bibel auf. Der Feind ist der Gegenspieler Gottes. Der Feind ist Satan selber. Er ist verantwortlich für das Böse. Unsere Eltern, unsere Vor-Vor-Vor-Eltern, Adam und Eva, haben die... Tür zum Bösen geöffnet. Wir leiden heute unter den Konsequenzen. Wir selber entscheiden uns auch immer wieder für das Böse. Deshalb leid. Wir sind in einer Welt, die in offener Rebellion gegenüber Gott lebt. Die ganze Erde seufzt unter der Trennung von Gott. Aber vielleicht kommt jetzt die Frage, schön und gut, aber ich persönlich leide. Ich habe Probleme in meinem Leben, sagst du vielleicht heute. Wo ist Gott? Ich bete zu ihm, ich rufe ihn an, ich flehe ihn an, aber ich spüre ihn nicht und ich habe den Eindruck, er ist gar nicht da. Wo ist Gott, wenn ich leide? Warum unternimmt Gott nichts gegen das Leid in meinem persönlichen Leben? Gott, wo bist du? Viele Menschen, um diese Frage zu beantworten, viele Menschen glauben, dass Satan so aussieht, ganz in Rot, Hörner, da ist eine Heugabe, hat einen langen Schwanz. Viele Menschen sieht Satan so aus. Aber Satan ist keine Witzfigur, er ist ein gefallener Engel. Satan hat ein Drittel der Engel verführt. Und so sind wir mittendrin in diesem kosmischen Konflikt zwischen Gut und Böse. Als Adam und Eva den Garten Eden verlassen mussten, gab Gott ihnen ein wunderbares Gesprächen, Versprechen. Und hier kommen wir zur Antwort auf die Frage: Wo ist Gott, wenn ich leide? Wir nähern uns langsam dem Text aus 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Aber wir holen ein wenig weiter aus. Denn Adam und Eva hatten ja gerade gesündigt. Sie mussten den Garten Eden verlassen. Ihr Herz war voller Trauer, Tränen und Enttäuschung. Sie fragten sich, wie geht es weiter? Wo ist Gott? Gott, was tust du? Schaust du tatenlos zu? Werde ich ohne Hoffnung sterben? Da gab Gott ihnen das Versprechen aus 1. Mose 3, Vers 15. Eine wunderbare Verheißung. Ein Wort, das uns Hoffnung, Trost und Mut gibt für die Zukunft. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Zu wem spricht hier Gott? Er redet zu Satan, zu der Schlange. In anderen Worten, er sagt hier, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau. Das sind die Menschen. Gott möchte, dass... Die Menschen nicht Satan angehören, nicht seine Sklaven sind. Gott möchte die Menschen freikaufen aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft Satans. 1. Mose 3, Vers 15: Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird zum allerersten Mal in der Bibel Halleluja der Messias angekündigt. Er, wer ist das? Jesus Christus. Er wird kommen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, Jesus hat am Kreuz gelitten. Satan hat ihn in die Ferse gestochen und tut es immer noch. Denn jedes Mal, wenn ein Geschöpf Gottes leidet, leidet Gott mit. Jesus kam auf diese Welt als kleines, hilfloses Baby. Er lebte als Gott in menschlicher Gestalt unter uns Menschen. Jesus trat den Versuchen Satans mutig entgegen. Er lebte ein Leben in im Gehorsam Gott gegenüber. Er, Jesus Christus, ging an das Kreuz. Er nahm unsere Sünden, meine und deine Schuld auf sich. Er stand wieder auf. Heute ist er im Himmel. Er vertritt uns, Jesus Christus, vor Gott. Weil Jesus lebt, können wir auch leben. Weil Jesus den Tod besiegt hat, können wir den Tod auch besiegen. Weil Jesus Krankheit, Schuld, äh, äh, Schuld und Sünde getragen hat, wird er das auch aus unserem Leben ganz entfernen. Jeder Blutstropfen, den Jesus am Kreuz vergossen hat, der sagt uns heute, ich, Jesus, ich liebe dich. Ich habe alles für dich gegeben. Ich möchte, dass du ewiges Leben hast. Und ich will dich befreien aus der Misere, aus dem Schulden deinem Leben, was du hier und jetzt gerade durchmachst. Egal, zu welcher Religion wir heute gehen. Ob das der Hinduismus ist, der Buddhismus, das Judentum, auch im Islam. In allen Religionen müssen die Menschen zu Gott kommen, sie müssen selber Opfer bringen. Aber im Christentum, dort, wo wir den wahren Gott finden, da kommt Gott zu den Menschen. Er opfert sich. Wenn wir dieses Opfer annehmen, werden wir erlöst und bekommen neues Leben. Das ist echte Liebe. Das ist Befreiung vom Elend. Jesus sagt in seinem Wort in Jeremia 31 Vers 3: Ich habe dich schon immer geliebt. Er zahlte den Preis für unsere Sünden, er öffnete durch seinen Tod eine neue Tür. Eva hat die Tür geöffnet in das Elend hinein. Jesus hat es die Tür geöffnet zum ewigen Leben. Und so haben wir diese beiden Türen vor uns. Wir können uns entscheiden weiter in dem Elend zu bleiben. Wir können aber auch sagen, ich möchte Jesus nachfolgen und, so nachfolgen. und so gehen wir durch eine neue Tür, in die Tür der Befreiung, der Liebe in das ewige Leben. Jesus lebt. Er schenkt neue Kraft. Und auch jetzt in diesem Moment, wenn du vielleicht gerade leidest, ist er da, er greift ein, er gibt Trost, er gibt Hoffnung, er gibt Freiheit. Ja, Jesus Christus schenkt uns ein Happy End. Vielleicht magst du es nicht spüren gerade, weil dein Elend so groß ist. Aber wenn du eines Tages zurückschaust, dann siehst du, dass Jesus da war. Er hat dich geführt. Hebräer 3, Vers 15. Hier sagt das Wort Gottes: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Fühlst du dich schwach? Bist du gestresst? Bist du enttäuscht und entmutigt? Fühlst du dich einsam? Jesus kam auf diese Erde. Er weiß, wie es ist, zurückgewiesen zu werden. Er weiß, was es bedeutet, alleine zu sein, Angst zu haben, traurig zu sein. Jesus wurde in allem versucht wie wir, aber ohne Sünde. Die Bibel sagt weiter, lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir was empfangen? Was? Barmherzigkeit und Gnade. Das ist die göttliche Kraft, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Lass uns zu Jesus kommen. Er versteht uns. Da war eigentlich ein kleiner Junge, der unbedingt einen Hund haben wollte. So sparte sich der Junge einiges an Geld an. Er ging dann zu den Bauernhöfen, fand dort zufällig so ein kleines Plakat. Dort stand drauf, hier werden Hunde verkauft. Der Besitzer des Bauernhofs kam näher. Und mit ihm gleich schon die Hunde. Der kleine Junge kam ins Gespräch mit dem Bauern und sagte: Ich, ich ähm, habe zwar nicht viel Geld mit dabei, er zog dann einige Euros heraus, aber ich möchte gerne, ich möchte gerne hier so einen Hund kaufen. Und hier steht das Schild, Plakat, Hunde zu verkaufen. Könnte ich mal die Hundewelpen, die sie zum Verkauf haben, anschauen? Der Bauer pfiff. Um die Ecke kam dann die Hündin mit gefolgt, mit. Ein paar kleinen Welpen. Eins, zwei, drei, vier. Der Junge setzte sich auf den Boden, die Welpen, Welpen waren süß, sie spielten mit ihnen, sie leckten seine Hände und hatten einfach Spaß mit ihm. In einiger Zeit kam ein fünfter Welpe über, um die Ecke dort an dem Bauernhof, ging immer näher zu dem Jungen und der Junge bemerkte, dass dieser Welpe anders war. Dieser Welpe war am Humpeln, er zog sein Linkes Bein ein wenig nach sich und der Junge fragte den Bauern: Was ist mit diesem kleinen Hundebaby? Warum rennt der so komisch? Der Bauer sagte: Ja, ähm, ach, das ist, das ist, ein Fehler passiert bei der Geburt. Dieses kleine, kleine, dieses Hundebaby kann nicht mehr richtig laufen. Ich brauche es nicht. Wird sowieso keiner kaufen. Ich werde dieses Hundebaby einfach Beseitigen. Äh, der Junge sagte, Moment mal, was? Beseitigen? Also Sie meinen töten dieses kleine Hundebaby? Das kann doch nicht sein. Doch, doch, entgegnete der Bauer, das hat doch keinen Zweck. Wer nimmt denn schon so ein Hundewelpen? Es hat doch überhaupt keinen Nutzen. Plötzlich sagte dieser kleine Junge zum Bauern, ich möchte genau diesen Welpen haben, mit diesem Defekt. Ich will dieses Hundebaby. Aber warum denn? Ja, ich, ich verstehe dieses Hundebaby. Ich, ich glaube, jemand braucht, dieser, dieses Hundebaby braucht jemanden, irgendeinen Besitzer, der ihn versteht. Da stand der Junge auf und er zog sein linkes Bein empor, beziehungsweise seine, seine Hose hoch und dort sah der Bauer, dass der Junge eine Metallschiene hatte. Ja, der Junge hatte etwas mit seinem linken Bein, auch einen Defekt. Er war am Humpeln und er konnte nicht mal gerade wirklich aufrecht gehen. Jetzt verstand der Bauer, warum der Junge, als er schon kam, so langsam ging und sein linkes Bein immer hinterher schleifte. Er hatte das irgendwie schon wahrgenommen. Dieser Welpe braucht jemanden, der ihn versteht. Ich kann diesen Welpen verstehen. Das waren die Worte des Jungen. In all dem Leid, in der Enttäuschung, in all den Schmerzen brauche ich jemanden, der mich versteht. Ich brauche keinen Gott, der mich vom Himmel her anschreit und der sagt, sei gehorsam oder ich töte dich. Nein, ich brauche einen Gott, der mich liebt, der mich mit offenen Armen empfängt, der mich führt, der mich annimmt, so wie ich bin. Natürlich. Ist Gott traurig, wenn wir seine Gebote nicht halten? Natürlich ist Gott traurig, wenn wir uns selber zerstören, wenn wir in Sünde leben. Aber Gott liebt uns. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Und er möchte uns neues Leben geben. Vor allem, Gott, Gott nimmt uns so an und er fühlt mit, er kann mitempfinden. Gott sagt heute, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst, Daniel. Ich kenne deine Einsamkeit, deine Enttäuschung, deine Tränen. Ich brauche einen Gott, der seine Arme um mich legt, mich tröstet, mir einen Neuanfang gibt, der mir sagt: Daniel, ich bin bei dir. Gott hat uns niemals versprochen, dass wir nicht durch Leid gehen müssen, dass wir nicht durch Krankheit gehen müssen, dass wir nicht den Tod erleben müssen. Aber er hat zugesagt, dass er bei uns sein wird. Er hat versprochen, dass er seine Arme um uns legen wird. Er hat gesagt: Ich werde dich tragen. Warum hat Gott nichts gegen das Leid unternommen? Er hat es! Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Der ist für uns gestorben. Hier in dem Leid, das wir jetzt erleben, ist Jesus da. Er schenkt uns Gnade, Barmherzigkeit, Durchhaltevermögen, Frieden, Kraft. Wenn du in deinem Leben Krankheiten, Schwierigkeiten, Depressionen, Nöte, Verlust, was auch immer erlebst, Gott ist da. Er trägt dich. Er schenkt dir Ruhe, Frieden, Hoffnung. Dann, wenn du ihn am meisten brauchst, ist Jesus da. In einem großen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, hat Jesus Christus bereits gewonnen. Und wenn du auf die Seite von Jesus bist, bist du ein Gewinner. Gib nicht auf, mein Freund. Jesus wird in deinem Leben gewinnen. Was auch immer du heute durchmachst, er ist da. Welche Enttäuschung du auch immer erlebst, er ist da. Welche Kämpfe du auch immer führst, er ist da. Öffne dein Herz für Jesus, lass ihn hinein, lass ihn gewinnen in deinem Leben. Fürchte dich nicht denn ich bin mit dir sei nicht ängstlich denn ich bin dein gott ich stärke dich ich helfe dir auch ja ich erhalte dich durch die rechte hand meiner gerechtigkeit ich sagt jesus werde bei dir sein warum hat gott nichts gegen das leid getan er hat er hat jesus gesandt jesus hat eine neue tür geöffnet er hat die tür die eva aufmachte geschlossen wenn wir durch die tür Jesus jetzt aufgemacht hat, gehen, haben wir echten Frieden. Einen Frieden, siehe Johannes 14, Vers 27, die die Welt nicht, die die Welt nicht geben kann. Jesus wurde von den Toten auferweckt, um uns Hoffnung und Trost zu geben. Wenn Jesus den Tod besiegen kann, kann er auch in deinem Leben das Leid besiegen. Ob das Krankheit, Elend, Arbeitslosigkeit, Drogen, Alkohol, ein mangelnder Glaube, was auch immer ist. Jesus Christus. Wird das aus deinem Leben löschen, wenn du ganz zu ihm kommst? Er wird dir einen Neustart geben. Er wird dir ewiges Leben geben. Jesus wird wiederkommen. Wenn er kommt, wird der Satan das Böse für immer vernichten. Er wird diesen Planeten Erde neu machen. Das wird wirklich passieren. Das ist keine Science-Fiction. Das ist keine Idee von irgendeinem Hollywood-Produzenten oder Regisseur. Das wird tatsächlich stattfinden. Eine neue Erde. Jesus wird unser Nachbar sein, wir werden mit ihm Zeit verbringen können, das Böse wird nie wieder zurückkommen. Wie wird das Böse vernichtet? Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Das letzte Kapitel der Bibel ist nach Zukunft. Es wird sich erfüllen. Der letzte Akt des Kampfes steht noch aus. Jesus kommt und wird Satan für immer zerstören. Da ließ sich ein Feuer von dir ausgehen, das dich pff, verzehrte. Satan, das Böse wird nie wieder sein. Und ich habe dich zur Asche gemacht auf der Erde. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer was? Dahin. Gute Nachrichten, keine Krankheiten mehr, kein Leid mehr, kein Tod mehr. Diese Erde wird neu gemacht. Entscheide dich für Jesus, entscheide dich für das ewige Leben. Er starb für dich, er hat alles gegeben. Er hat die neue Tür aufgemacht. Er liebt dich und er will, dass du durch diese Tür gehst. 2008 gab es ein schweres Erdbeben der Stärke 7,9 in China. Das Beben forderte mehr als 70.000 Opfer. Millionen Menschen wurden obdachlos, mehr als 5 Millionen Gebäude wurden zerstört. Den Rettungsmannschaften bot ein Bild der totalen Zerstörung. Bei den Ausgrabungen suchten sie noch irgendwie nach Überlebenden, aber es war kaum mehr Hoffnung vorhanden. Da war einer aus dem Rettungsteam, der wühlte in dem Schutt herum. Plötzlich berührte er einen menschlichen Körper, der war kalt, der war tot. Er schaute genauer durch die Trümmer und sah, dass dies eine Frau war. Es war wahrscheinlich so passiert, das Erdbeben, in einer Zeit, wo sie gerade am Beten war. Denn sie kniet in einer Gebetshaltung. Während der Mann dann nochmal fühlte, ob sie wirklich tot war, diese Rettungskraft, bemerkte er plötzlich etwas Warmes. Ja, die Frau war tot, sie war kalt, aber da war etwas Warmes in ihrem Körper. Er fühlte genauer, da war Leben, Leben in den Händen. Da war ein kleines Baby mit Kräften. Voller Hoffnung machte sich der Mann auf, die ganze Rettungsmannschaft, dieses Baby aus den Händen der toten Frau zu befreien. Sie wüten herum, sie legten die Trümmer beiseite, bis sich schließlich dieses kleine Baby aus den Armen der toten Frau bergen konnte. Es war ein junges Baby in Tüchern gewickelt. Weil die Mutter schützend ihr Körper um ihr Baby hielt, blieb es total verschont. Es war am Leben, ruhig am Schlafen. Während der Doktor das Baby untersuchte, fand er ein Handy in dem Tuch gewickelt. Da war eine Textnachricht mit den Worten, mein liebes Kind, wenn du es schaffst zu überleben, vergiss es nie. Ich liebe dich, deine Mama. Der Doktor fing an zu weinen. Jeder Helfer von dem Rettungsteam las diese Nachricht und brach in Tränen aus. Vergiss es nie, ich liebe dich. Lieber Freund, vor fast 2000 Jahren kam Jesus Christus auf diese Erde, um Leid, Krankheit und Tod zu besiegen. Wegen unserer Vergehen wurde er zerschlagen, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, mein Freund, Jesus starb für dich und er hinterließ dir eine Nachricht. Ich habe das Leid besiegt. Ich habe den Tod besiegt. Ich habe Satan besiegt. Und ich möchte dir jetzt alles schenken: ein ewiges Leben voller Frieden, Sinn und Freude. Auch wenn du jetzt am Boden zerstört bist, ich bin bei dir. Auch wenn du mich gerade jetzt nicht fühlst und dich fragst, warum lässt Gott dieses Elend jetzt gerade zu, ist Gott da. Er liebt dich. Er wird dich führen. Möchtest du heute die Tür zum ewigen Leben aufmachen? Willst du heute Sünde, Schuld und den Tod hinter dir lassen? Willst du heute durch diese Tür in die Ewigkeit gehen? Jetzt, in diesem Moment, kannst du Frieden mit Gott haben. Jetzt kann Gott das Böse, die Sünde aus deinem Leben einfach beseitigen. Das ist möglich. Wie? Indem du sagst, Herr ja Jesus, ich will dein Kind sein. Vergib mir meine Sünden. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir treu sein. Gott wird alles neu machen. Er wird Jesus senden, er wird kommen, dann wird das Böse für immer beseitigt werden. Bis dahin wird Jesus Christus an deiner Seite sein, er wird dich tragen durch all das Elend, durch all das Leid, was du jetzt erlebst, was vielleicht noch kommen wird. Aber Gott wird da sein. Eines Tages wirst du zurückschauen und du wirst sagen, dass sich diese Entscheidung, ganz auf der Seite Gottes zu sein, durch die Tür des Lebens zu gehen, sich gelohnt hat. Dann werden wir endlich bei Jesus sein. Willst du? Bei Jesus sein, ist das heute dein Wunsch, ja zu ihm zu sagen? Willst du heute zu Jesus kommen, ihm alles geben? Dann tu das. Hier und jetzt. Beten wir noch gemeinsam und übergeben wir Gott unser Leben. Unser Vater im Himmel, danke dafür, dass du heute zu uns klar und deutlich gesprochen hast. Wir fragen uns so oft, warum gibt es so viel Leid? Du hast das alles nie gewollt. Du liebst uns, du hast einen Plan für unser Leben. Du hast das Böse, die Sünde beseitigt. Auch in unserem Leben, wenn wir auf deiner Seite sind, hast du das Böse gelöscht. Aber der Kampf ist noch nicht beendet. Er tobt noch, auch um uns. Und wir erleben so viel Leid und Elend, auch im privaten Leben. In diesem Moment möchten wir dich bitten, dass du uns neues Leben gibst, dass du uns vergibst. Herr, gib uns auch Kraft durchzuhalten, wenn wir persönliches Leid gerade durchmachen müssen. Hab Dank dafür, dass du uns führen wirst dass du uns beistimmen wirst bis zum Ende, bis zu deiner Wiederkunft. Danke, dass du bald kommen wirst, Herr Jesus. Wir lieben dich so sehr dafür. Im Namen Jesu. Amen. Liebe Freunde, ich möchte euch einladen zu unserem nächsten Vortrag. Das nächste Thema ist das Geheimnis des Glücks. Erfolg, Geld, Liebe oder Gott. Wie werde ich wirklich glücklich? Sei dabei. Ich freue mich dich bald wiederzusehen.